Stirndesign ist nicht nur dann notwendig, wenn man einen büffelartigen Stirn hat. Wir haben auch viele Patienten, die durch nach einem Unfall eine gewölbte Stirn haben oder auch aus der Natur heraus mit einer sehr stark gewölbten Stirn zu uns kommen, wie in diesem Fall. Und das bedarf zwar mehrere Therapien, aber diese starken Wölbungen müssen dann einzeln korrigiert werden. Das dauert etwas, aber dann hat man am Ende einen sehr, sehr ästhetisch ansprechenden Stirn.